Liebe Zuschauer, heute ist ein Tag, der ist wichtiger als Weihnachten, wichtiger als Ostern, wichtiger als jeder Geburtstag. Heute ist... Heute ist Erzähl-einen-Witz-Tag. Ja, jedes Jahr am 16.8., woher der Feiertag kommt, warum gerade heute, weiß man nicht. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir haben was zu lachen. Unser Reporter Dave Deike macht Bestandsaufnahmen und stellt fest, pointenmäßig ist Deutschland immer noch ein Entwicklungsland. Ja, wir bringen ihn bei, witzig zu sein. Also, sei mal witzig, Tani. Ein Araber, ein Chinese und ein Italiener sitzen im Flugzeug und irgendwas passiert. Aber wie der weitergeht, weiß ich leider nicht. Na, das soll ja wohl ein Witz sein. Kaum etwas ist wohl so ärgerlich, wie einen guten Witz zu vergeigen. Deshalb wollen wir heute am Erzähl-einen-Witz-Tag, kein Witz, den gibt's wirklich, mal schauen, was macht ihn eigentlich aus? Einen guten Witzeerzähler. Humor ist ja angeblich, wenn man trotzdem lacht. Am besten natürlich über einen guten Gag. Verschiedene Kategorien gibt es ja viele. Es gibt Fritzchenwitze, Flachwitze, Wortwitze, Chuck Norris, Blondine, deine Mutterwitze, Kündigungsgrundwitze, ja. Einige sind gut. Ah. Der ist schon wieder so wohl, dass er gut ist. Und einige haben einen Bart. Boah, der ist schlecht. Doch wer hat so spontan denn überhaupt einen Witz auf Lager? Ich kann keinen Witz. Ich bin sowas von kein Witzerzähler. Ohne Witz, ich kann's gar nicht. Ohne Witz. Ohne Witz, ich kann keinen Witz erzählen. Ich kann mir diesen einfach nicht merken. Gute vergisst man meistens immer. In der Regel versaue ich die. Und mir fehlt oft mal die Pointe. Ich kenne Menschen, die können stundenlang Witze erzählen. Ich habe noch einen, ja. Ich bewundere die immer. Ein Witz! Okay, das kann ich überhaupt nicht. Mir fällt echt gar kein Witz ein. Doch plötzlich hören wir immer das Gleiche, denn nach einiger Überlegung... Einer fällt mir vielleicht doch ein. Doch ein Blondinenwitz weiß ich. Nein. Doch einen weiß ich. Fällt den meisten dann doch einer ein. Wo wohnt die Katze? Weiß nicht. Im Mietshaus. Aber die sind alle so versaut. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. Ja. Immer wenn ich pinkeln will, nimmt der und stoppt ihm in den. Das habe ich zu versaut. Ja, nicht, ja, nicht ist was ist rot und riecht nach blauer Farbe? Was nicht? Rote Farbe. Ah, das ist aber schon wieder lustig. Ein bisschen zu intellektuell, finde ich. Der ist nicht, er hat nicht diese geniale Einfachheit wie der mit der Katze. Warum läuft die Blondine nackt durch den Garten? Weiß nicht. Damit die Tomaten rot werden. Wer sitzt im Dschungel und schummelt? Weiß nicht. Mowgli. Oh. Treffen sich zwei Fische, sagt der eine Hai, der andere wo. Ein Hammerteil. Wie heißt der kleine, der große Bruder von Elvis? Weiß nicht. Zwölfes. Lustig sein auf Knopfdruck, das kennt Christian Eisert. Der Gag-Autor hat schon für Harald Schmidt, Stefan Raab und Kaya Jannar geschrieben. Er weiß, worauf es beim qualifizierten Quatscherzählen ankommt. Viele Leute glauben ja, dass Comedians so ganz spontan lustig sein können. Oder auch Menschen, die also im Alltag, es gibt ja so den lustigen Onkel, der ist aber nur deshalb lustig, weil er schon sehr, sehr oft das gemacht hat. Also der erzählt dann immer die gleichen Witze, das nervt dann vielleicht die Gattin, aber das ist eigentlich professionell. Also man muss ganz oft üben und immer wieder wiederholen, seinen Witze erzählen, dass man dann wirklich auch einen Witz gut erzählt. Das ist Training. Witzig sein kann man also lernen. Das Lachen hingegen passiert dabei völlig automatisch. Erstmal muss das, was wir überhaupt hören, wenn man jemand zum Beispiel einen Witz erzählt, ja erstmal in unseren Kopf rein. Das heißt, über den Hörapparat wird es aufgenommen, dann wird das verarbeitet, von der rechten zur linken Gehirnhälfte weitergegeben und erst dann entscheiden wir, ist das jetzt überhaupt witzig? Und wenn es witzig ist, dann geht's los. Doch was ist einfach nur albern? Und was hat wirklich Witz? Das ist schon besser. Was macht einen Witz dann eigentlich komisch? Ja, weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, das finde ich zum Beispiel ganz geil. Ja. Ein guter Witz ist erstmal ein Witz, den andere noch nicht kennen. Das ist eine ganz simple Nummer, aber da geht's schon los. Zweitens ist ein guter Witz ein Witz mit einer ganz klaren Struktur, also eine Dreierstruktur. Man baut in den ersten zwei Teilen eines Witzes eine Erwartung auf und im dritten Teil bietet man eine Lösung an, die den Zuhörer überrascht, die aber in sich trotzdem logisch ist. Und das löst dann einen Lachimpuls auf.
Komik ist also überraschend. Da war jemand witzig. Genau, das war jetzt witzig. War das witzig oder nicht? Das war witzig, klar schon. Wobei, warum wir lachen, ist tatsächlich noch nicht zu 100% erforscht. Man weiß nur... Bis zu 300 Muskeln fangen an, angefangen vom Gesicht bis hin zur Atemmuskulatur. Es wird viel mehr Sauerstoff aufgenommen, Herzkreislauf wird angeregt, Glückshormone werden ausgeschüttet. Und Kinder machen das bis zu 400 Mal täglich, wir Erwachsenen nur noch 15 Mal täglich. Das heißt, wir haben ordentlich Nachholbedarf, aber das Schöne ist, Lachen ist ansteckend. Und das zeigt sich auch bei unserem kleinen Test auf der Straße. Und damit Sie am heutigen Erzähl-einen-Witz-Tag auch gut gewappnet sind, um nochmal einen rauszuhauen, kommen wir zum Abschluss auf unserer sehr spontan eingerichteten Comedy-Bühne zu den Top 3 des Tages. Was passiert, wenn man Cola und Bier mischt? Man kollabiert. Oder? Der war doch? Ja, der war gut. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ja. Jäger und beide halt tot. Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden? Na klar, wenn Sie die Wanne voll kriegen. Boah, der.